Ja, hallo, hey, ich bin Tarin Ariel, ihr seid Knallpalmas und heute mal wieder mal ein bisschen anderes Setup. Und ja, ich rede viel zu schnell, weil ich ungefähr 5 Minuten Zeit habe, bevor ich bei der Party sein sollte. Nur damit hier, nehmen wir das so hier hin, damit mein T-Shirt nicht angestaubt und angebröselt wird und so. Ja, ich packe ein bisschen von dem drauf, das ist eine Body Butter. Körperbutter sozusagen. Und die ist halt einfach prima fettig, was halt für eine trockene Haut, wie ich sie habe, sicher nicht schlecht ist. Hoffe ich jetzt einfach. Also wir machen das so. Hier heroben, wo es besonders trocken ist. Und hier auch überall. Ganz ein bisschen was. Vielleicht geht dann auch das Make-up später besser runter. So, das ist genug. Dann. Naja, das ist zu hoch. Ich hoffe, das passt so. Ich hoffe, ihr seht mich. Hier, hier, hier. Da brauche ich ein bisschen mehr. Dann machen wir das so wie sonst auch mit meiner Foundation. Das ist von Alverde Perfect Cover Foundation und Concealer. So sieht das aus. In der Farbe Karamell. Ich habe einfach hier irgendeinen von Kiko, irgendeinen Pinsel. Der funktioniert für mich halt. Keine Ahnung, was es wirklich ist. Könnt ihr mir in meine Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Für was der eigentlich verwendet wird. Und dann packen wir hier ein bisschen Foundation hin, überall wo ich es brauche. Nase runter, hier unterm Auge, hier rüben, hier neben der Nase. Das sollte funktionieren so. Und dann bearbeiten wir das einfach so. So, ich glaube besser wird's nicht. Wenn man nicht zu nah hinschaut, dann ist es eh okay. Gehen wir noch eben rein. Ich habe hier einen Contour-Stick, so sieht der aus, von Catrice Cosmetics, der Triangle Artist Contour Stick in der Farbe Warm Brown. Habe ich auch schon ewig, wahrscheinlich ist er schon abgelaufen, wenn man nachschauen würde. Deshalb schaue ich nicht nach. Das packe ich nur hier ein bisschen und hier unterhalb. Weil ich immer das Gefühl habe, dass ich Kinn, wie sagt man, nicht so ausschaut, wie ich es gern hätte. Dann ich habe da irgend so einen Pinsel, keine Ahnung mal von welcher Marke, so sieht der aus. Der funktioniert für mich gut und deshalb verwende ich ihn. Dann verblende ich auf mich das. Ja, ich kreise das. Das ist einfach so. Das soll nur ein bisschen Schatten unter dem Kinn erzeugen, dass man nicht sieht, dass da Haut ist sozusagen direkt, sondern dass das ein bisschen mehr ausschaut, als hätte ich da mehr Schatten, blöd gesagt. Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Für mich macht das Sinn. Das da ich hier einen Fleck. Aber wenn man das, wenn ich das mache, das habe ich halt schnell mal und so schaut das besser aus. Finde ich. Und das hier geht es eh meistens ziemlich schnell wieder weg. Das ist nur kurz, also nur ein bisschen Kontur für mein Gesicht. Da seht ihr das. Das ist wirklich nur so ein Mini-Bisschen. Und dann habe ich tatsächlich, das habe ich recht neu, einen Blush von Essence. Ist der Bespoke. Heißt Farbe. Das nehme ich wirklich einfach mit den Fingern. Mini bisschen, nur so ein bisschen hier auf den Wangenknochen packe ich den. So, hier raufziehen. Keine Ahnung, was ich tue. Ich finde, das schaut nett aus. Ja, aber jetzt wird schon passen. Das ist jetzt tatsächlich mal soweit fertig, was das angeht. Und ich habe jetzt noch von Alverde das Mineral Powder in Puder in der Farbe Porzellan. Nummer 1 Porzellan.
kommt direkt mit so einem kleinen Pad. Und das packe ich einfach überall hin. Das mache ich eben. Ich brauche dafür einen Spiegel nämlich. Und ich habe jetzt tatsächlich einfach einen Farbpinsel. Das ist ein ganz fluffiger, so ein breiter, mit dem ich einfach das ganze Puder wieder wegpinsel. Einfach irgendwie, Hauptsache es ist alles weg. Meistens mache ich das dann auch ein bisschen so, damit ich halt das Gefühl habe, dass wirklich alles weg ist. Und jetzt habe ich tatsächlich noch was vergessen, was ich aber vorher nicht machen hätte können. Und zwar nehme ich einen schwarzen Eyeshadow, Lidschatten. Und zwar nehme ich einen schwarzen Lidschatten und einen Lidschattenpinsel. Primär, weil ich keine Mascara habe momentan, weil ich sie nicht finde. Und sekundär, weil ich finde, dass das so gut funktioniert. Und packe auf die untere Wasserlinie tatsächlich einfach so den schwarzen Lidschatten drauf. Also ich habe da auch schon ganz viele unterschiedliche verwendet. Bis gerade ist der von Essence, der Soft Touch, einfach in schwarz. Weil ich es vorher noch nicht gesagt habe. Das Motto der Party ist, also es ist eine Motto-Party, das Motto ist so, sozusagen New Times Gangster. Also so Goldkettchen und Bling, blöd gesagt. Und damit bin ich nicht gut. Ich bin mit so einem Motto nicht gut, weil ich halt nicht Goldkettchen und Bling bin. Aber jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, habe ich tatsächlich, das ist nicht gut geworden, ein Goldkettchen, ein Armband, ein goldenes, das werde ich nachher noch raussuchen. Das ist nicht gut geworden, das heißt, wir packen mal das ganze Produkt vom Pinsel runter und verblenden das tatsächlich einfach hier raus. Oh, das ist zu viel. Das ist viel zu viel. So, ich mache hier noch einen Winged Eyeliner, dann könnt ihr das ein bisschen verstecken. Ich kann so viel verblenden. So, ich glaube, das ist in Ordnung so, das ist akzeptabel. Das hatte ich hier weggeschmissen. Ich mache mir, glaube ich, noch irgendwie so ein kleines Möchtegern-Tattoo hin. Das mache ich tatsächlich einfach hier. Das ist doch akzeptabel, oder? Was sagt ihr? Hier kommen noch kleine Vögel hin. So. Das ist doch cool, oder? Bin ich cool? Ich bin so cool. Ich fühle mich so cool. Ich nehme meine Make-up-Tücher mit, falls ich mich unwohl fühle damit. Meine beste Freundin wird sicher Spaß drin, sich drüber lustig machen. Aber das ist mir jetzt mal egal, weil ich viel zu spät bin. Es ist die Zeit sicher schon. Ja, ich hätte vor einer Viertelstunde dort sein sollen. Das heißt, wir setten. Oh Gott, Handy. Wir packen da erstmal kurz Settings Pro über alles drüber. Puh! Ich glaube, das war ein bisschen viel. Aber egal, Hauptsache es hält nach. So, um kurz euch das zu zeigen, so sieht die Frisur von hinten aus. Ich finde, das passt vor allem zum Thema, dass es so ein bisschen snatched ist und aus dem Gesicht. So. Ich spüre es hier noch feucht. Aber das passt. Ich finde, es passt. Mir gefällt es. Weiter zum Outfit. Die Kette muss weg. Die funktioniert nicht. Die ist zu lang. So, ich habe alle Ketten und alles gefunden. Und zwar, außer einem Ring. Einen Ring habe ich nicht gefunden. Wir haben meine Kette. Das ist meine Reservekette sozusagen, meine Ersatzkette. Das Ding an der ist, dass sie halt sehr viel kürzer ist als die andere. Deshalb passt sie besser. Die muss ich dann noch kürzer machen. Dann habe ich hier mal zwei breite schwarze Ringe. Die zwei.
Muss ich immer schauen, auf welche Finger sie passen. Das passt zum Beispiel gut. Dann, ich nehme noch meine Uhr mit, einfach nur, weil ich gerne meine Uhr dabei habe, wenn ich sie finde. Das heißt, das Goldkettchen kommt auf das linke Armgelenk, Handgelenk. Das sieht so aus. Und die restlichen Ringe verteile ich jetzt noch, wie sie passen. So sieht das aus. Gut, dann Outfit. Ich muss gleich noch die Hose ändern. Aber das Ding, warum ich dieses, unter anderem diese, der Grund, warum ich dieses T-Shirt ausgewählt habe, ist nicht nur, dass es ein Crop Top ist. Es ist sogar ein selber gemachtes Crop Top, um das kurz mal anzumerken. Unter anderem ist der Grund dafür nämlich, recht viel kleiner kann ich es nicht machen, aber es passt so. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen. Moment. So. Keine Ahnung, wie viel von dem ihr noch mitgekriegt habt. Aber das ist der fertige Look. Hier habe ich ein bisschen Struggle gehabt, das zu verdecken, aber mit der Weste verdeckt das auch. Mein Tattoo sieht man. Die Ringe sind wieder drauf. Und ich werde es so lassen. Ich werde noch meine Laufschuhe tatsächlich anziehen. Weil es passt, was zum Motto passt. Aber ich brauche einen anderen Sock mal hier links. Zur Feier des Tages. Ich habe hier noch Met. Der ist so großartig schmeckt. Das ist, glaube ich, der schlimmste Met der Welt. Ich weiß nicht, ich habe mal Met getrunken und der war so gut. Das war, glaube ich, das war das beste Getränk, was ich jemals getrunken habe. Das war Himmel auf Erden, sage ich euch. Und dann habe ich mir den hier gekauft. Sozusagen für mich selber. Und er schmeckt absolut beschissen. Ich glaube, ich nehme ihn einfach auf die Party mit. Dann kann er geschottert werden und ist eine Bestrafung oder irgendwas. Das heißt, wir nehmen auch nur ganz wenig, aber cheers, zum Wohl. Er riecht schon schlecht. Ich muss die Flasche zumachen, das ist... Well, shit happens. Ich freue mich auf die Party. Zum Wohl. Passt auf euch auf. Macht zum allerbesten. Und ciao.